Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Expansive Legacy. In diesem Format stelle ich euch in jeder Folge eine Karte mit einem Mindestwert von 20 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme vor. Sollte der Wert der Karte allerdings im Laufe der Zeit sinken, speziell wenn ihr das Video lange nach dem Upload seht, bitte ich das zu berücksichtigen. Heute geht es, wie schon oft in diesem Format, um eine WP11-Promo, also um eine Karte aus dem World Championship 2011 Promo-Pack. Die Packs waren im Zuge der Weltmeisterschaft 2011 erhältlich und enthielten zwei Super Rare-Karten pro Pack. Ein original verpacktes Pack dieses Sets kostet aktuell um die 200 Euro, daher bin ich stolz darauf, Besitzer zweier original verpackter Exemplare zu sein, sowie schon zwei Stück hier auf diesem Kanal geöffnet zu haben. Das Set bestand aus insgesamt 20 Karten, wovon Alligatorschwert mit einem aktuellen Wert von 130 bis 150 die teuerste Karte darstellt. Der K-Mace, oder zu Deutsch Schlüsselstab, aus dem World Championship 2011 Promo Booster hat einen aktuellen Wert von ca. 40 Euro und befindet sich dementsprechend im mittleren Preissegment des Sets. Die Karte erschien auch im Turbo Pack 4 als Common, ist dort allerdings nichts wert und auch im Allgemeinen eine eher unbekannte Karte. Das war's aber auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir sehen uns in alter Frische zu einer weiteren Episode Expansive Legacy. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.